Tief eingebrannt in unser aller Gedächtnis wird dieser 7. Oktober sein und bleiben auf ewig. Der Tag, nachdem für die Menschen in Israel, für alle Jüdinnen und Juden nichts mehr ist wie zuvor. Der Tag, an dem Terroristen der Hamas Israel mit grenzenloser Brutalität überfielen, unschuldige Zivilisten ermordeten, wehrlose Opfer grausam massakrierten, Alte wie Kinder hinrichteten, mehr als 200 Menschen verschleppten. Der Tag, an dem das Grauen in das Leben der Menschen in Israel einbrach, die Angstschreie, die Verzweiflung, die Wut, welch unerträglicher Schmerz für die, die die Barbarei überlebten. Schmerz über die Toten, Schmerz über die Verletzten, Schmerz über die Verschleppten in ihrer Todesangst. Meine Damen und Herren, die Geschehnisse in Israel, die Nachrichten und Bilder, die uns erreichen, schmerzen auch uns hier in Deutschland zutiefst. Deshalb kommen wir heute hier zusammen, um Solidarität zu zeigen, und ich bin Ihnen allen sehr dankbar dafür. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Kundgebung, wir sagen unseren Freunden in Israel und allen Jüdinnen und Juden, ihr seid nicht allein. Wir stehen in diesen furchtbaren Stunden an eurer Seite. Euer Schmerz ist unser Schmerz. Ich höre diesen Schmerz, wenn ich, wie in diesen Tagen so oft, mit meinem Freund, dem israelischen Staatspräsidenten, spreche. Und ich habe ihn ganz besonders gespürt, als ich am Freitag mit Angehörigen der verschleppten Geiseln zusammensaß. Einige von Ihnen sind heute hier, Gilly, Roni, Joni und viele andere mehr. Ihnen, die seit 2 Wochen in quälender Ungewissheit leben, die nicht wissen, wohin ihre Freunde und Verwandten verschleppt worden sind, die nicht wissen, ob und unter welchen Umständen sie leben, die die unvorstellbare Seelenqualen durchleiden, denen sage ich, wir Deutschen leiden, wir beten, wir flehen mit euch und wir wollen tun, was in unserer Macht steht, damit ihre Angehörigen so schnell wie möglich freikommen. Den Terroristen, die Geiseln als Schutzschild missbrauchen, rufe ich von hier, vom Brandenburger Tor aus zu. Die ganze Welt schaut auf dieses Verbrechen. Beenden Sie die Barbarei, lassen Sie die Unschuldigen frei. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ja, seit dem 7. Oktober ist nichts mehr, wie es war. Noch nie seit dem Ende der Shoah wurden so viele Jüdinnen und Juden ermordet. Und Israel, ja, Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terror zu verteidigen. Und Deutschland steht dabei, fest an Israels Seite. Der Terror der Hamas richtet sich gegen Jüdinnen und Juden in Israel. Aber der Terror trifft auch Menschen im Gazastreifen, deren Interessen die Hamas nur vorgibt zu vertreten. Es sind die Terroristen, die Gaza in einen zerstörerischen, militärischen Krieg geführt haben. Einen Krieg, von dem wir alle fürchten, dass er zum regionalen Flächenbrand werden könnte. Alles muss versucht werden, um das zu verhindern. Und vergessen dürfen wir auch die unschuldigen Menschen in Gaza nicht, die Terrorismus nicht unterstützen und die jetzt trotzdem leiden. Wir müssen und werden uns für den Schutz von Zivilisten einsetzen,
Sie brauchen humanitäre Hilfe und humanitäre Korridore. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit, auch in diesen Tagen, meine Damen und Herren. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir alle spüren in diesen Tagen, auch unser Land ist gefordert, wie lange nicht. Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben, ausgerechnet in unserem Land. Dass jüdische Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, ausgerechnet in unserem Land. Dass das Holocaust-Mahnmal nebenan von der Polizei geschützt werden muss, ausgerechnet in unserem Land. Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdische Einrichtungen, ist eine Schande für Deutschland. Und jeder einzelne Angriff erfüllt mich mit Scham und Zorn. Meine Damen und Herren, wir alle in unserem Land sind gefordert. Antisemitismus ist die rote Linie. Wir dürfen keinen Antisemitismus dulden, keinen Rechten und keinen Linken, keinen Alten und keinen Neuen. Und wir dürfen keinen Israel-Hass, der sich auf unseren Straßen entlädt, dulden. Von niemandem, meine Damen und Herren. Unsere Demokratie unterscheidet nicht nach Herkunft, Erfahrung und Religion. Jeder, der hier lebt, muss Auschwitz kennen und die Verantwortung begreifen, die daraus für unser Land erwächst. Dass nach den Menschheitsverbrechen der Shoah jüdisches Leben in unserem Land wieder gewachsen ist, das ist ein Wunder, und dieses Wunder, das müssen und wollen wir bewahren. Wie sehr wünschte ich mir, dass es nicht nötig wäre, aber wir verstärken den Schutz von jüdischen Einrichtungen. Jüdisches Leben zu schützen, auch das ist unsere besondere Verantwortung und unser Auftrag aus der Geschichte. Er ist eingeschrieben in das Fundament, auf dem unsere Demokratie gebaut ist. Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht. Jawohl. Und ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht anzunehmen. Wir leben in einer Demokratie, ja. Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind ein hohes Gut, ja, aber Gewalt setzt unseren Freiheiten Grenzen. Antisemitische Volksverhetzung, Attacken auf jüdische Synagogen, Angriffe auf Polizisten sind keine Wahrnehmung von Freiheit, es sind Straftaten. Deshalb erwarte ich von allen, wo immer sie stehen, diese Grundregeln für ein friedliches Zusammenleben zu respektieren. Wir sind ein vielfältiges und weltoffenes Land und wir wollen es bleiben. Seien wir uns einig in der Ablehnung von Terrorismus und Barbarei, verurteilen wir gemeinsam jede Form von Antisemitismus und Rassismus. Zeigen wir, meine Damen und Herren, zeigen wir, dass in Deutschland Menschen mit jüdischen, christlichen, muslimischen, arabischen Wurzeln friedlich zusammenleben können und das auch wollen. Zeigen wir, dass sie es können und auch wollen. Das, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das und nicht weniger als das, wird von uns verlangt, gerade jetzt in diesen Tagen. Danke, dass Sie gekommen sind.
Wir stehen heute als Vertreter der Politik hier, um unsere Solidarität mit Israel und den Antisemitismus in unserer Gesellschaft zurückzuweisen, unsere Solidarität zu zeigen. Doch zunächst stehe ich hier als Mensch, als Mutter von drei Kindern, als Tochter, Schwester, Ehefrau. Die Trauer der Angehörigen um die Opfer der Gewalt der Hamas ist meine Trauer. Euer Entsetzen über die barbarische Gewalt der Terroristen ist mein Entsetzen. Die über 200 israelischen Geiseln sind Zivilisten. Es sind alte und kranke Menschen, Frauen, kleine Kinder. Wir haben es gesehen, sie haben Mütter und Väter, Brüder und Schwestern, Kinder und Enkel. Die Angst der Angehörigen um das Leben der Geiseln zerreißt mir das Herz. Und deshalb an die Geiselnehmer der Hamas, stoppt euer barbarisches Spiel mit dem Leben dieser Menschen und lasst sie frei. Ich stehe hier als Sozialdemokratin und ich stehe dafür, dass unsere Grundwerte von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auch in dieser dunklen Stunde spürbar sind. Wir stehen an der Seite Israels, das sein Existenzrecht verteidigt. Wir stehen an der Seite des israelischen Volkes, das sein Leben, seine Freiheit, seine Demokratie verteidigt. Unsere Regierung mit Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock tragen alles in ihrer Macht Stehende bei, um bei der Freilassung der Geiseln zu unterstützen und um eine Ausweitung des Terrors zu verhindern. Und nicht zuletzt stehen wir an der Seite der Juden und Jüdinnen in Deutschland. Als Staat und als Gesellschaft sorgen wir für ihre Sicherheit. Wer Juden und Jüdinnen in unserer Mitte angreift, der greift uns alle an. Antisemitische Verschwörungserzählungen, Hetze gegen Juden und Jüdinnen oder den Staat Israel, all das hat bei uns keinen Platz. Weder auf den Straßen, noch im Netz und auch nicht in unseren Schulklassen. Unsere Bildung muss Bildung sein gegen den Hass und für Menschlichkeit. Unsere Verbundenheit mit dem israelischen Volk begründet sich auf unserer Geschichte, ja, aber auch auf den gemeinsamen Werten einer offenen, einer freiheitlichen, einer demokratischen Gesellschaft. Und wir dürfen weder in Deutschland noch in Israel zulassen, dass Rechtsradikale das Entsetzen über den Terror der Hamas in einen fundamentalen Hass gegen den Islam wenden. Denn die vielen Muslime, die mit uns friedlich leben, haben diesen Hass nicht verdient. Wir alle gemeinsam sind entsetzt von den Berichten, von den Bildern über die barbarischen Gewalttaten der Hamas. Doch wir dürfen und wir werden unseren Glauben an die Menschlichkeit nicht verlieren. Wir stehen auf der Seite der Menschlichkeit, bedingungslos. Humanitäre Hilfe ist deshalb unser erstes Gebot. Denn Menschlichkeit ist das, was uns verbindet und was uns auch in der dunkelsten Stunde Hoffnung gibt. Ich danke Ihnen. Jetzt bitte der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, Carsten Linnemann. Herr Bundespräsident, Herr Botschafter, lieber Herr Beck, liebe Familien der deutsch-israelischen Geiseln, wir haben uns am Donnerstag im Deutschen Bundestag getroffen und die Schwester, die wir eben gehört haben, hat mir ein Bild gegeben von ihrer Schwester, die als Geisel gehalten wird von den Hamas. Dieses Bild
hat sich eingebrannt in meinen Kopf. Alle Termine, die ich danach hatte, waren überflüssig wie ein Kropf. Und wir müssen alles, wirklich alles dafür tun, dass diese Geisel und alle anderen Geiseln so schnell wie möglich wieder zu ihren Familien zurückkehren können. Diese persönliche Geschichte steht stellvertretend für die vielen tausend Opfer, Geiseln und Familien in Israel. Für sie ist der 7. Oktober eine Zäsur. Und genauso für die jüdischen Familien in Deutschland. Unweit von hier, wir sehen es, das Holocaust-Mahnmal. Es wird nicht von Polizisten geschützt, sondern von Polizeiketten. Familien schicken ihre Kinder nicht mehr in die Schule, ja sogar nicht mehr in die Kita. In diesen Tagen trauen sich Juden kaum noch in der Öffentlichkeit Hebräisch zu sprechen, wenn dann nur ganz leise. Und sie trauen sich kaum noch mit Kippa auf die Straße. Wir haben Antisemitismus in Deutschland zugelassen. Wir waren immer betroffen, aber nicht immer konsequent. Lasst uns miteinander betroffen und konsequent sein. Die Aussage "nie wieder" ist unser aller Verantwortung und die steht wie nie zuvor, lieber Herr Botschafter, auf dem Prüfstand. Wir haben die Pflicht, Jüdinnen und Juden in Israel und hier in Deutschland zu schützen. Und schützen heißt nicht nur, dass wir alle, das ist ein tolles Solidaritätszeichen für die ganze Welt, hier vor dem Brandenburger Tor stehen. Und schützen heißt auch nicht nur, dass wir diesen Pin tragen, sondern schützen heißt vor allem, dass wir es nicht zulassen dürfen, was hier in Deutschland vor unseren Augen passiert. Es darf keine Anschläge auf jüdische Einrichtungen geben. Es darf keine Demos geben, auf denen die Taten der Hamas gefeiert werden und die Auslöschung Israels propagiert wird. Herr Bundespräsident, Sie haben es gesagt, Antisemitismus ist unter anderem am rechten Rand und auch am linken Rand zu verordnen, egal von woher er kommt. Aber eins muss offen angesprochen werden. Wir haben auch ein großes Problem in Deutschland mit dem politischen Islam, dessen Bestandteil auch Judenhass ist. Und hier wurde zu lange weggeschaut. Denn es sind nicht nur Jüdinnen und Juden, die unter diesem politischen Islam leiden, sondern es sind auch Christen und Homosexuelle. Und es sind nicht zuletzt auch liberale Muslime, die einfach in Frieden und Freiheit in Deutschland leben wollen. So wie Seyran Atesh, eine starke und mutige Frau, die in Berlin eine einzigartige liberale Moschee gegründet hat. Diese ist jetzt geschlossen, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Und daran sieht man, es ist ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft und auf alle, die diese freiheitliche Gesellschaft sehen und dazu stehen. Wir müssen den Kampf gegen den Antisemitismus und für die freiheitliche Demokratie aufnehmen. Gesetze ändern, das heißt Strafen verschärfen, Abschiebung forcieren und die Einwanderung von Antisemiten unterbinden. Wir stehen, und das ist ein tolles Signal, parteiübergreifend bereit. Wir sind es den Jüdinnen und Juden in Israel und in Deutschland schuldig. Nie wieder ist jetzt.
Der Generalsekretär der CSU, Martin Huber. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was war, aber ihr seid dafür verantwortlich, dass es sich nicht wiederholt. Mit diesen einfachen und gleichsam eindringlichen Worten hat der Überlebende der Shoah, Max Mannheimer, den Auftrag formuliert, der alle Nachkriegsgenerationen verpflichtet. Gemeinsam über verschiedene Parteien, Verbände und Gruppierungen stehen wir heute geeint an der Seite Israels, an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land. Geeint stehen wir heute zusammen, auch in der Verantwortung vor der Geschichte. Für uns ist unbestreitbar klar, das Judentum gehört zu Deutschland. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland. Jüdinnen und Juden gehören zu Deutschland. Und genauso unmissverständlich ist klar, Antisemitismus gehört nicht zu Deutschland. Und unabhängig davon, aus welcher Richtung er entspringt, wir werden ihm immer mit aller Entschiedenheit entgegentreten und ihn bekämpfen. Und so entschieden, wie wir gegen das Vergessen streiten, so entschieden müssen wir auch das Relativieren bekämpfen. Die schrecklichen Angriffe der Hamas auf Frauen und Männer, auf Kinder und Senioren, auf Mütter und Väter, auf Töchter und Söhne, auf Großeltern und Enkelkinder müssen als das bezeichnet werden, was sie sind. Barbarischer Terror, in dessen Brutalität der letzte Funke Menschlichkeit grausam ausgelöscht wurde. Es ist schier unfassbar, welchen Schmerz und welches Leid die Angehörigen der Toten, Verletzten und Verschleppten zu tragen haben. Und ich danke hier auch insbesondere den Familien für ihre Stärke, heute hier zu stehen und deutlich zu machen, zu diesem Leid, zu diesem barbarischen Akt, dazu kann und darf es keine zwei Meinungen geben, keine Relativierungen, kein noch so leise formuliertes Zweifeln, kein noch so indirekt angedeutetes Aber. Und das, was heute in unseren Reden gilt, das muss auch in unserem Alltag und auf unseren Straßen gelten. Das Existenzrecht Israels ist unverrückbar, es ist deutsches Staatsräson. Die Sicherheit der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden, die Sicherheit des jüdischen Lebens in Deutschland ist es auch. Beides ist nicht verhandelbar. Nie wieder ist weit mehr als ein Lippenbekenntnis. Es ist ein Versprechen an alle Jüdinnen und Juden und eine Kampfansage an alle, die Antisemitismus, Israelhass und Terrorverherrlichung auf unsere Straßen bringen. Und wenn wir auch heute gemeinsam versammelt sind in Schock und Trauer, so ist diese Kundgebung auch ein Signal der Stärke und der Hoffnung. Die Angehörigen der Opfer sind nicht allein in ihrem Schmerz. Israel ist nicht allein in seiner Trauer. Und wir alle sind nicht allein in unserem Kampf gegen Extremismus, gegen Antisemitismus und für unsere Demokratie. Gemeinsam sind wir stärker als all das, was uns herausfordert. Ich danke Ihnen. Jetzt begrüßen wir den Bundesvorsitzenden der Grünen, Omid Nuripur. Wir stehen heute hier vor dem Brandenburger Tor. Dieses Tor ist heute das Symbol einer starken Demokratie, aber es war nicht immer so. Dieses Symbol bedeutete für viele Leute den Tod. Dieses Symbol war vor langer Zeit auch ein Symbol der Nazi-Herrschaft in diesem Land.
Das Brandenburger Tor zeigt uns, es gibt viel Grau im Leben. Es gibt vieles, was man differenziert sehen muss. Aber manchmal gibt es auch einfach nur Gut und Böse. Und der Terror, nicht nur der Hamas, der Hisbollah, des islamischen Dschihads und massiv unterstützt vom Iran, das ist böse und das müssen wir zurückweisen. Und es ist höchste Zeit, dass all diejenigen, die verschleppt worden sind, die misshandelt worden sind, deren Leid wir nur erahnen können, wo es so schwer ist, den Angehörigen, die hier so viel Mut aufgebracht haben, zu sprechen, ins Gesicht zu schauen, dass diese Leute endlich nach Hause kommen. Und es ist unsere Verpflichtung, alles dafür zu tun, was in unserer Macht steht, damit das sofort passiert. Und es ist höchste Zeit. Und es ist höchste Zeit, dass dieser Terror aufhört. Und es ist höchste Zeit, dass wir alles dafür tun. Und es ist höchste Zeit, allen zuzurufen, die so tun, als müsste man medieren, als müsste man eine Mediation auf den Weg bringen. Es gibt nur einen Platz für alle, die einen Funken Anstand im Körper haben in diesen Tagen. Das ist an der Seite der Heimstätte des jüdischen Volkes. Wir stehen geschlossen als Demokratinnen und Demokraten an der Seite Israels. Und das sage ich. Und das sage ich nicht nur als Vorsitzender meiner Partei, das sage ich als ein deutscher muslimischen Glaubens. Es ist der Graben läuft nicht zwischen den Religionen, der Graben läuft nicht zwischen den Farben, der Graben läuft zwischen denen, die Anstand haben, die Demokratie und Freiheit zu schätzen wissen, und dem Terror. Und deshalb müssen wir alle zusammenstehen auf der richtigen Seite. Und das rufe ich auch denen zu, die jetzt so tun, als wären sie für die Freiheit für die Palästinenser. Wer Freiheit für Palästinenser will, der muss doch darauf hinwirken und die Stimme erheben, damit in Gaza endlich Pressefreiheit existiert, damit die Menschen in Gaza auch mal demonstrieren dürfen gegen die Schreckensherrschaft der Hamas, damit die Menschen in Gaza Menschenrechte haben und befreit werden von der Hamas und vom Terror. Und deshalb sagen wir Nein. Wir sagen Nein zu den Terroristen, die noch nie Frieden wollten. Wir sagen Nein zu den Terroristen, die Zwei-Staaten-Lösung immer abgelehnt haben, die Frieden immer abgelehnt haben und die Israel immer abgelehnt haben. Und denen rufe ich zu. Wir stehen hier und wir stehen zusammen. Wir stehen an der Seite Israels und wir wissen, am Ende wird es nur eines geben. Israel lebe lang. Am Israel frei. Danke, lieber Umut, danke. Ich bitte jetzt den Generalsekretär der FDP, Bijan Jilsaraj, auf die Bühne. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Teilnehmer, es ist ein starkes Zeichen, dass wir heute hier sind und dass wir ganz klar und deutlich sagen, wir stehen an der Seite Israels. Wir stehen an der Seite Israels und es ist nicht nur die historische Verantwortung, sondern weil wir stehen an der Seite Israels, weil wir von einem Wertepartner reden, von der einzigen Demokratie im Nahen und Mittleren Osten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir heute gemeinsam hier stehen. Aber ich sage euch, ich sage Ihnen, liebe Freunde, Worte allein werden nicht reichen. Wir werden auch Taten und Handlungen sehen müssen. Wir werden vor allem Veränderungen brauchen, nicht nur außenpolitischer Natur, sondern auch innenpolitischer Natur in Deutschland. Während am 7. Oktober in Israel Menschen gefoltert wurden, ermordet wurden, verschleppt wurden, da gab es wenige Kilometer von hier entfernt Menschen, die gefeiert haben, gejubelt haben, Süßigkeiten verteilt haben. Meine Damen und Herren, diese Bilder
Diese Menschen wollen wir hier nicht haben. Wer jüdische Gotteshäuser angreift, wer Synagogen angreift, wer jüdische Gemeindezentren angreift, greift nicht nur Jüdinnen und Juden an, sondern diese Leute greifen uns alle an, meine Damen und Herren. Und darauf müssen wir als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft reagieren. Es geht um die Verteidigung unserer Werte. Und das wird Folgen haben mit Blick auf viele Debatten, die wir in Deutschland auch endlich führen müssen. Wir müssen über Fragen wie beispielsweise Migration, aber auch Defizite in der Integrationspolitik, all über diese Dinge müssen wir demnächst konkreter und viel deutlicher reden. Ja, wir müssen Klartext reden, damit wir deutlich machen, dass diese Menschen, Menschen, die unsere Werte ablehnen, hier nicht zu suchen haben, meine Damen und Herren. Und diese Ereignisse, meine Damen und Herren, werden auch außenpolitische Folgen haben. Ja, wer sind denn die Drahtzieher, die Planer oder diejenigen, die Terror weltweit finanzieren? Wer sind die Unterstützer der Hamas oder der Hisbollah? Das bedeutet, dass wir spätestens jetzt, und einige sagen das ja schon viel länger, spätestens jetzt braucht die Europäische Union eine andere Politik gegenüber der Islamischen Republik Iran. Es ist höchste Zeit. Und wenn man hier oben steht, kann man viele Israel-Flaggen sehen. Man kann sehr viele Flaggen hier sehen. Aber es freut mich besonders, dass hier sehr, sehr viele iranische Flaggen sind. Und es sind nicht die Flaggen der Islamischen Republik, sondern es sind die Flaggen eines freien Landes. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist wichtig, dass wir hier zusammenstehen in diesem Augenblick und Solidarität zeigen. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten wird lange, lange dauern. Es ist wichtig, dass wir, es reicht nicht, wenn wir nur heute solidarisch sind, sondern es wird besonders darauf ankommen, in den nächsten Wochen und Monaten diese Solidarität weiter aufrechtzuerhalten. Und wir, meine Damen und Herren, wir sagen ganz klar, wir stehen an der Seite Israels. Israel und die Menschen in Israel brauchen viel Kraft, aber sie können mit unserer Unterstützung rechnen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Lieber Bijan, und jetzt bitten wir den Parteivorsitzenden der Linken, Martin Schirdewan, ans Pult. Herr Bundespräsident, Herr Botschafter, liebe Berlinerinnen und Berliner, zunächst möchte ich den Angehörigen mein tiefes Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Die Geschichten, die wir heute gehört haben, haben mich zutiefst erschüttert. Trauer und Wut erfüllen mich, wenn ich der Menschen gedenke, die den entsetzlichen Terrorangriffen der Hamas zum Opfer gefallen sind und schockiert haben, uns die brutalen Morde an und die Entführung von Zivilistinnen und Zivilisten. Es ist der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Das muss uns in Erinnerung bleiben. Daraus müssen wir Konsequenzen ziehen und es gilt für uns, klare Solidarität mit Israel zu zeigen. Meine Anteilnahme gehört den Hinterbliebenen, ihren Familien und Freunden und ich hoffe, dass die Entführten schnell wieder in Freiheit und Sicherheit sein werden. Der Staat Israel ist eine historische Notwendigkeit, die niemals zur Debatte steht. Für mich ist klar, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, seine Bürgerinnen und Bürger vor diesem fürchterlichen Terror zu schützen. Und hier in Berlin, der Stadt, in der der Holocaust geplant wurde, werden wieder Synagogen angegriffen, wird erneut jüdisches Leben bedroht. Das ist völlig inakzeptabel und muss gestoppt werden.
Nie wieder, meine Damen und Herren, das ist jetzt und das ist heute. Und wir werden weiter jedem Antisemitismus hier im Land der Täter entgegentreten. Das bleibt unsere Verantwortung, gerade in diesen Zeiten. Der Terror der Hamas trifft auch die Menschen im Gazastreifen. Die Hamas macht sie zu Leidtragenden ihrer Ideologie und ihrer militärischen Strategie. Und es ist deshalb ein starkes Zeichen, wenn wir hier in Solidarität mit Israel auch sichere Fluchtkorridore und humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung fordern. Und wenn wir fordern, dass Ägypten seine Grenzen für Flüchtende öffnet und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts eine Verpflichtung für alle ist und sie gerade dann wichtig ist, wenn die Waffen sprechen. Und zugleich, liebe Berlinerinnen und Berliner, haben wir als Demokraten auch die Verantwortung, dafür einzustehen, dass der Kampf gegen den Terror und den Antisemitismus als ein Kampf für Demokratie und die Menschenwürde von allen Menschen geführt wird. Aber wir müssen uns klar machen, Antisemitismus kann man nicht abschieben. Man muss ihn hierzulande in jedweder Form mit den Mitteln des Strafrechts und politisch bekämpfen. Nur dann werden wir erfolgreich sein. Und erlauben Sie mir noch einen letzten Gedanken. Wir haben die Möglichkeit, wir haben Möglichkeiten für friedliche Lösungen, Druck zu entfalten. Das Emirat Katar und der Iran sind Hauptsponsoren des Hamas-Terrors und bevorzugte Geschäftspartner auch der deutschen Wirtschaft. Ich hoffe, dass die Bundesregierung Ihnen gegenüber endlich deutlich macht, dass antisemitischer Terror auch nicht indirekt finanziert werden darf. Liebe Berlinerinnen und Berliner, Antisemitismus ist nicht nur tödliche Gefahr für Jüdinnen und Juden, es ist auch immer ein Angriff auf eine offene und aufgeklärte Gesellschaft als Ganzes. Es ist daher entscheidend, dass wir ihm als gesamte Gesellschaft entgegentreten. Und als Linke, und André, lieber André Hermin, auch an dich direkt gerichtet, als Linke stehen wir dabei immer an ihrer Seite. Vielen Dank.